Hallo und willkommen zurück. Heute zeige ich euch noch meinen weiteren Teil meiner Yankee Candle Gläsersammlung. Als erstes habe ich so einen kleinen Tumbler Banana Cream Pie. Den habe ich noch nicht angemacht. Ich weiß noch nicht, wer duftet. Ich hatte noch keine anderen. Und ich finde ihn sehr schwach. Man riecht ganz leicht ein bisschen Banane raus, aber sonst rieche ich eigentlich nichts. Deshalb denke ich, wenn ich den anmache, wird er auch sehr, sehr schwach sein. Dann habe ich Chocolate Layer Cake. Den habe ich ja noch in groß, aber auch noch nicht angebrannt. Und jetzt den kleinen. Und ich liebe Schokoladendüften. Der ist richtig lecker nach richtigen leckeren Schokoladenkuchenteig. Dann habe ich Fruit Salad, auch so ein kleiner Tumbler. Und ich finde, der riecht wirklich wie ein Fruchtsalat. Sehr fruchtig, auch verschiedene Früchte, also so süße wie Erdbeer ist auch drin, aber auch so Melone und Ananas. Und der ist auch sehr lecker, den habe ich auch noch nicht angebrannt. Das ist einer meiner Schätze. Dann den Whiskers und Kitten. Auch eine schöne Farbe in Lila. Und dieses Label ist einfach wunderschön. Ich habe ihn mir, glaube ich, hauptsächlich wegen dem Label gekauft. Weil der Duft her, es geht. Ich finde, der riecht wie ein Weichspüler. Ein bisschen süßerer Weichspüler. Ich weiß nicht, ob ich den jemals anbrenne. Aber ich finde einfach dieses Label so süß mit der Katze drauf. Aus der Coconut-Kollektion habe ich Nummer 2. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Duft war. Und deshalb beschreibe ich das einfach so, wie ich rieche. Der riecht schon nach Kokosnuss, aber da ist noch so ein Hauch was Frisches mit drin. So ein bisschen salzig in die Richtung. Ich glaube, das war Kokosnuss und Sea Salt. Bin mir aber nicht sicher. Aber der riecht auch sehr toll. Ich bin gespannt, wie der abbrennt. Der sieht von innen so aus. Irgendwann mache ich mich auch an den dran. Weil alles nur zu sammeln will ich nicht. Ich möchte auch abbrennen. Aber manche dauern halt. Meine Schätzchen, die brauchen ihre Zeit, bis sie abgebrannt werden. Dann habe ich die Nummer 4. Ich glaube, das war Kokosnuss mit Leim. Also so riecht er jedenfalls. Also Kokosnuss mit Limette. Nicht sehr intensiv. Dann bin ich gespannt, wie der mal warm ist. Und der hat so ein, so bräunlich ist der drin. Da bin ich echt gespannt, wie der warm ist. Dann die Nummer 5, einer meiner Lieblinge, das ist Kokosnuss und Vanillabean. Und der ist auch sehr toll. Kokosnuss, ich finde aber eher so in die Black Coconut Richtung mit Vanille. Noch was Süßes drin, der ist auch sehr, sehr lecker. Dann habe ich aus der Country Kitchen Reihe oder was das auch immer ist, Kokosnuss. Und auch, er riecht wirklich sehr lecker nach Kokosnuss, aber diese cremige Kokosnuss, so wie die Bodylotion. Ja. Bei dem bin ich auch gespannt, wie der warm ist. Ich hoffe, der ist nicht so wie der Coconut Bay. Coconut Bay habe ich noch nicht angebrannt, aber viele meinten, dass er halt sehr schwach ist. Aber irgendwann mache ich mich an den ran. Dann einen großen Hausformer Coconut und Vanillabean. Dieses Label ist schon so lecker. Und der Duft, also sehr ähnlich wie den anderen, den Nummer 5. Aber ich finde ihn noch ein bisschen süßer, noch ein bisschen vanilliger als der andere. Aber auch lecker.
dann einmal den Coconut Bay. Wie gesagt, nach Kokosnuss, aber er ist jetzt schon sehr schwach. Deshalb glaube ich auch, wenn er anbrennt, ist er sehr schwach. Aber sonst lecker nach Kokosnuss. Das Spray ist ja klasse. Aber bei dem, naja, mal schauen. Dann einer meiner Lieblinge, Blueberry Scone. Blueberry habe ich am Anfang überhaupt nicht gemocht, aber jetzt ist er. Ich liebe Blaubeeren. Und er ist so lecker. Richtig süße Blaubeeren im Teig drin. Also wie auf dem Foto, als würde ich jetzt frisch aus dem Ofen mir einen Blaubeerkuchen machen mit Schlagsahne drauf. Der ist sehr lecker. Da bin ich gespannt, wie der auch warm ist von der Intensivität her. Weil den hatte ich auch noch nicht angebrannt. Dann Apple and Spice. Bin eigentlich nicht so der Apfelduft, aber irgendwie dachte ich, bestell ihn mal, vielleicht ist er toll. Und ich finde jetzt kalt gerochen ist er wirklich toll. Man riecht Apfel schon raus, aber leicht. Der riecht sehr gewürzig. Da ist noch Zimt mit drin und irgendwas anderes, aber auch sehr, sehr lecker. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann ein Soft Blanket. Den muss ich wahrscheinlich irgendwann mal abgeben. Oder meine Nase ändert sich noch, weil ich zurzeit mit so frischen Düften, also Clean Cotton, Soft Blanket, vertrage ich nicht. Da muss ich immer niesen von. Ich weiß auch nicht warum. Aber so vom Duft, er riecht wirklich wie so ein kuscheliger Weichspülerduft. Oh, richtig toll. Ich werde es, glaube ich, nochmal probieren. Selbst dieses Label, seht euch das an mit diesem Teddybär drauf. Das ist so süß. Frauen gehen ja auch immer nach dem Optischen, aber der ist richtig, richtig niedlich. Dann habe ich noch Sweet Strawberry. Der ist auch lecker. Ein richtig süßer Erdbeerduft. Wie würde ich mir Erdbeeren pürieren? Lecker in Joghurt mit noch ein bisschen Zucker oder so rein. Auch ein sehr toller Duft. Cherries on Snow als Tumbler. Den gibt es leider auch nicht mehr. Das ist auch so ein toller Duft, dass die immer diese tollen Düfte rausnehmen. Und er riecht nach Kirsche, hat aber so eine leichte, ich sage es mal, frostige Unternote. Ist aber trotzdem sehr süß. Also, der ist toll. Für alle Kirschliebhaber ein Muss. Dann Summer Scoop. Den kennt bestimmt auch jeder. Riecht wie auf dem Bild, wie ein leckeres Eis, Erdbeereis. Der ist auch, ich könnte da reinbeißen. Sehr, sehr lecker. Ein bisschen mal was Grasiges, sage ich jetzt mal. Mindo Schauer. Und der riecht schon grasig, erinnert mich aber nicht nur an Gras, sondern an eine Waldwiese. Da mit leichten Blumen drin, mit Tau. Ja, so in die Richtung. Auch sehr, sehr schöner Duft. Dann habe ich Under the Palms. Das war eine Limited Edition, den gibt es, glaube ich, auch nur noch schwer zu bekommen. Oh, den liebe ich auch so. Ich glaube, im anderen Video hatte ich den auch mal gezeigt. Der riecht nach Palme, Kokosnuss. Ich weiß nicht, wie eine Kokosnusspalme riecht. Aber also der riecht frisch nach, nicht nach Blumen, sondern nach
Gras, sage ich jetzt mal, nach Palme, aber auch mit leckerer Kokosnuss. Und ich als Kokosnuss-Fan, der musste natürlich unbedingt hier. Dann Garden Hideaway. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Und der geht auch so in die Richtung, in die grasige Richtung. Der riecht aber nicht so wie die anderen. Eher ein bisschen blumiger. Aber auch dieses frische Gras mit dabei. Der ist auch sehr, sehr toll. So, jetzt muss ich ein bisschen kramen. Einmal Christmas Cookie habe ich noch. Und so vom Duften her ist der so lecker, wie Vanillegipfel, würde ich jetzt sagen. So riecht der. Aber leider angezündet haben diese Vanillesachen, riechen sie leider nicht so toll. Die haben irgendeine Unternote, die mir nicht so gut gefällt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber kalt ist er auf jeden Fall toll. Wenn nicht, wird halt immer nur dran geschnuppert, wenn er kalt ist. Ein großer Hauswurmer Pink Sense. Auch ein sehr schöner Duft. Nicht sehr süß, eher so leicht in die frische Richtung. Hat aber irgendwas Pinkiges in sich. Also irgendwas leicht parfümiges. Ja, viele kennen den ja. Aber auch ein sehr, sehr schöner Duft. Dann Lake Sunset. Und der ist auch so toll. Also da weiß ich, dass er sehr intensiv ist. Den rieche ich wirklich sehr, sehr gut. Der geht, ich würde jetzt sagen, so in die parfümig leicht männliche Richtung. Hat, ich glaube, Moschus mit drin. Ist aber jetzt nicht so ein richtig dominanter Duft, wo du denkst, oh, da kriege ich Kopfschmerzen von oder so. Der ist wirklich sehr, sehr zart. Und dieses Bild ist auch sehr, sehr hübsch. Dann ein Swirl in Tropical Cooler. Das ist Bahama Breeze und Tropical Fruit. Der sieht so aus. Ich habe den nur einmal ganz kurz angehabt, dann habe ich den ausgemacht. Deshalb ist er eigentlich so gut wie nicht, hat er gebrannt. Und der Duft ist oh, richtig lecker. Bahama Breeze ist sowieso einer der tollsten Düfte, den es gibt. Tropical Fruit hatte ich nur mal als Sampler, da fand ich ihn einzeln nicht so toll, aber die Mischung wie ein richtig leckerer Fruchtcocktail. Schade, dass es die auch nicht mehr gibt. Dann auch noch mal so ein Swirl Island Sunset mit Pink Sands und Summer Sand. Der sieht von innen so aus, also so braun, beige Richtung rosa. Und vom Duft her, die Mischung ist echt klasse. Beides harmoniert sehr super zusammen. Dieses Sun and Sand ist ja eher so ein Strandduft. Der kommt auch gut, aber dieses Pink Sands macht es einfach noch ein bisschen frischer, ein bisschen, ich sage es mal, fröhlicher dazu. Aber der ist auch toll. Das ist auch einer meiner Schätze. Und die Farben und das Label auch sehr hübsch. Dann wieder Spray hatte ich von Yankee Candle Aromatherapie. Ich weiß nicht, ob das True Bliss. Das ist Tangerine und Vanilla. Und auch ein sehr toller Duft. Leicht vanillig, cremig und diese Tangerine, also diese, was ist denn das, Orange oder sowas in der Richtung,
Sehr fruchtig, sehr lecker. Auch ein schöner Duft. Dass sie den auch wieder rausgenommen haben, das verstehe ich mal wieder nicht. So, dann einmal Cotton Candy. Den kennt ja auch so gut wie jeder. Der ist leider irgendwie verfärbt. Ich hoffe, ihr seht das. Da oben ist er so hell und unten ist er so dunkel. Egal, wird eh abgebrannt. Und so super lecker süßer Zuckerwatte-Duft. Mehr kann man dazu nicht sagen. Richtig lecker. Aber das Verfärbte, naja. Dann habe ich den Warm Chestnut. Den hatte ich mir mal aus der USA bestellt. Ein super, super Preis war das. Zwei Stück für, ich glaube, 50 oder 60 Euro. Also mit Versand drin. Ne? Das war ein super Schnäppchen. Den einen habe ich aber vertauscht. Und den habe ich dann behalten. Von Duft her bin ich mir da nicht sicher, ob der mir gefällt. Ich weiß leider nicht, wie Warm Chestnut, also wie das riecht. Es riecht schon leicht nussig, aber es riecht auch ein bisschen verbrannt. Naja, vielleicht teste ich ihn mal. Oder er wird weggegeben, dann bin ich noch am Überlegen. So, Margarita Time. Auch ein großen Hauswarmer. War auch eine Limited Edition. Und er ist auch so toll. Richtig leckere Limette. Nicht wie dieser Vanilla Lime. Der riecht ja noch sehr vanillig. Aber der riecht wirklich wie, als würde ich mir jetzt einen Kai Pirinha machen. Ja, sehr, sehr lecker. Dann habe ich noch ein Swirls Bar Getaway mit Fluffy Towels und Drift Away. Der sieht von innen so aus. Und von Duft her, ich rieche hauptsächlich den Fluffy Towels, aber so eine leichte Unternote. Ich weiß leider nicht mehr, wie Drift Away riecht, weil das alleine war definitiv nicht mein Duft. Hat noch eine leichte Unternote von so einem blauen Duft, würde ich sagen, so einem Toilettenduft. Aber davon hatte ich mal vor ein paar Jahren einen abgebrannt. Vom Duft her wirklich toll, intensiv und da kann ich nicht meckern. Dann einmal White Seacrass. Das ist ja auch eine Limited Edition von diesem Jahr gewesen. Und auch, oh, ich glaube, ich liebe Grasdüfte. Also er riecht schon nach Gras, aber er hat so was von Strand mit hinter. Mit wie Sun and Sand in die Richtung so leicht. Aber auch sehr. Also für Grasliebhaber ein Muss. Und dieses Label ist auch so süß, dass die sich immer was sowas Tolles ausdenken. Dann einmal Bahama Breeze. Den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber der Duft ist auch so toll wie so ein leckerer Cocktail mit Ananas und Sahne. Ich sage mal, der riecht für mich so ein bisschen wie dieser Swimmingpool-Cocktail. Kokosnuss ist auch noch drin. Auch sehr, sehr lecker. Dann habe ich einen Tumbler Country Lemonade. Den gibt es leider auch nicht mehr. Und ich bin auch nicht so der Zitronenfan, aber dieser Duft hat mich so überzeugt. Man riecht so richtig die Limonade raus. Also es riecht wie eine Limonade, aber wie eine richtig süße Limonade. Deshalb ist der richtig, finde ich den toll. Richtig lecker, richtig süß. Dann habe ich noch Bunny Cake. Das ist ja der Osterduft. Ich weiß das gar nicht. Nee, bei dem steht jetzt nicht drauf, auf welchem Jahr das ist. Bei manchen steht es ja drauf. Und der Duft ist auch toll. Kokosnuss, Zitrone. Aber noch irgendwas anderes dahinter. Auf jeden Fall Kokosnuss und Zitrone.
Aber den mag ich auch sehr gerne. Kann ich mir jedes Jahr immer neu kaufen. Dann Celebrate. Das war, glaube ich, auch zu Ostern eine Limited Edition. Ich fand einfach das Label toll. Von Duft her, der riecht nach Zitronenkuchen. Wie ein Zitronenkuchen. Da bin ich gespannt, wie der auch warm ist, aber der ist auch sehr süß vom Label her. Dann noch ein Charles Swish. Auch in diese blumige, grasige Richtung, ist aber sehr zart, sehr leicht. Ich weiß nicht, an was er mich erinnert. Aber auch so, wie gesagt, in die blumig-grasige Richtung, aber nicht sehr blumig. Irgendwas in der Art. Dann nochmal Red Raspberry. Ich glaube, der ist jetzt sogar fest im Programm. Der war zum Valentinstag, glaube ich, mit dabei oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also von Duft der leckere Himbeeren. Leicht, also schon süßlich. Aber ich finde ihn jetzt vom Riechen her nicht so stark. Deshalb bin ich gespannt, wie er warm ist. Ob er warm auch stark ist oder also noch stärker wird oder so schwach ist wie beim Riechen. Dann nochmal für die Süßen war es Chocolate Truffle. Auch leckere Schokolade. Also Trüffel rieche ich da nicht raus, aber nur lecker Schokolade. Yummy, yummy. Könnte ich reinbeißen. Dann Warm Spice. Das war ein Winterduft. Also wenn ich den anzünde, gefällt er mir leider nicht. Deshalb habe ich auch so gut wie alles weggegeben, außer den einen Hauswarmer. Kalt ist er. Erinnert mich an geröstete Mandeln, so in die Richtung. Wirklich sehr lecker, aber warm ist, weiß ich nicht, gefällt er mir leider überhaupt nicht. Dann noch Home Sweet Home. Und der riecht kuschelig, schön für die Herbst-Winterzeit, zimtig. Ich würde sagen, ein Schuss vielleicht Tee mit drin und irgendwas anderes, aber den mag ich auch so um die Jahreszeit. Dann einen mittleren Black Sherry. Den habe ich auch noch gar nicht angebrannt. Und richtig süße, leckere Kirsche. Aber eher diese, wirklich diese dunklen Kirschen. Der ist auch ein wunderschöner Duft. Dann habe ich aus der Pure Radiance Reihe, ups, ich hoffe, man kann es lesen. Sugarflower. Und dieser Duft erinnert mich an Zuckerguss. Richtig leckerer, vanilliger Zuckerguss, so in der Art. Den habe ich noch nicht angebrannt. Ich weiß nicht, ob ich mich auch daran traue. Aber der vom Duft, der nur allein um dran zu riechen, das reicht mir schon vollkommen. Jetzt zeige ich euch noch meine letzten beiden. Das sind Angel's Wings und Chocolate Cupcake. Angel's Wings ist ja immer um die Winterzeit, also zu Weihnachten in der Richtung immer da. Geht auch in die frische Richtung, hat aber so eine leichte, sanfte, süßige Unternote. Aber den liebe ich einfach, der ist wirklich toll. Und Chocolate Cupcake ist eigentlich wie die Schokoladendüfte. Ich finde, der riecht fast genauso wie Chocolate Truffle, hat aber nur eine leichte, teigige Unternote. Aber sonst auch sehr, sehr lecker.
So, das war's mit meiner Yankee-Kennesammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.